Ich möchte euch ja nicht die Hoffnung nehmen, aber das Spiel hat nur so ein Intro. Also, nein. Muss nicht sein. Deswegen überspringen wir das und gucken uns diesen schönen Ladebildschirm an. Now loading. Sehr schön, mit dem Hokyoku. Also wer sich mit Bleach auskennt, der ist hier genau richtig. Denn das ist ein Bleach-Spiel. Ich weiß, ihr kennt das wahrscheinlich schon an den Cover und an meinem Thumbnail und so weiter. Gut, dann pushen wir erstmal den Startbutton. Und ja, was bleibt und was machen wir? Wir haben hier sehr viele Modi. Die Story, wir haben Mission, Soul Attack, Level Up, Collection. Ja, und die Story halt. Mehr ist ja im Spiel auch nicht vorhanden. Und wer wäre nicht ich, wenn ich nicht einfach am Anfang gleich sofort in die Soul Attack reingehe? Nein, natürlich nicht. Wir machen schön einmal die Story nach und nach und dann werden wir sehen. Wir werden sehen. Ihr werdet sehen. Und ja. Gut. Ich habe das schon mal gespielt, wie man sieht. Aber das tut ja keinen Abbruch, denn normalerweise müsst ihr jetzt alles freischalten, indem ich hier keine Ahnung, wie ich oft sie mit allen, keine Ahnung, wie ich oft schaffe. Und das ist am Anfang sehr schwer. Und deswegen starten wir jetzt am besten ohne viel Palaver, hoffentlich. Ich kann auch noch eine halbe Stunde reden, wenn euch lieb ist. Es soll jetzt keine Drohung sagen, aber ich mach's gerne. Ich mach's. Aber gut, dann starten wir jetzt einmal Episode 1. On to Hulkemundo. Ich habe schon alles geschafft, aber wir nehmen hier very hard, also wir sind hier die harten Boys. Ja, alles andere wäre ja lächerlich. After the War at the Soul Society. Ja, das Spiel spielt direkt nach dem Krieg in der Soul Society, wo Ichigo zurück zur Welt der Lebenden ist und Eisen Ranker gemacht hat mit dem Mugyoku und plant eine neue Invasion und ja, ist halt sehr. Ja, und die haben halt Orihime entführt und hier, Link will halt selber Zelda retten jetzt gerade und deswegen machen wir jetzt dann gleich weiter. Ist halt so, ist halt Standard. Hier seht ihr auch schön die Fähigkeiten, die Getsuga Tenshu, Shiretsu Hogeki, Temburenshin und ein Holo Getsuga Tenshu. Ich weiß ja übrigens nicht mehr die Steuerung, aber es wird mir ja gerade schön gezeigt. Es ist lange her, wo ich das Spiel gespielt habe, um genau zu sein, es ist anderthalb Jahre jetzt her, sogar länger. Ich habe es letztes Jahr, Anfang letztes Jahres, glaube ich, gespielt, das letzte Mal. Es ist schon wirklich lange her und ist ja gut. So, wir können mit dem linken Stick nichts machen. Mit dem linken Stick kann man bewegen. Wir können mit den Steuerkreuzen jetzt wirklich nichts machen. Okay. Mit R1 ist Abwehren. L1 ist nichts. L2 auch nicht. Und R2 ist Dashen. Gut, man kann jetzt hier irgendwie schlagen. Man ist übrigens auch gleich sofort in der. Mein Controller spinnt übrigens rum. Der bewegt sich manchmal vor alleine. Ja, mit der rechten Stick die Kamera. Und man kann irgendwie ranzoomen. Oder suchen alleine ran. Können wir uns ihn schön bewundern. Das ist Ichigo. Ichigo Kurosaki. Auf Level 180, oder nee, 175 war das, genau, das ist das finale Level, das finale Level halt. Das letzte, maximale, genau, das wollte ich sagen. Und wir können hier schön Bäume hauen, wie in Bleach, der Original-Anime. Da machen die auch nichts anderes. Ah, schöner Baum, oh, guck mal, wie jetzt das hält, das ist High-End-Grafik. Alter. So, und da wir, eigentlich laufen wir hier so ziemlich. Mal gucken, wann die ersten Gegner kommen. Links gibt es noch so eine Slash-Kombo, die sie immer erhöht, um Soul-Punkte zu bekommen. Bin ja gespannt, was für eine Höhe wir kriegen. Und so, dann kommen jetzt die ersten Gegner. Beziehungsweise das erste Mal, dass wir kämpfen. Und eliminate all Hollows in the area. Ja, Ryo, das ist nett. Ja, und was machen wir? Wir besiegen alle Hollows. Okay, let's go, get going. Gut, man kann irgendwie so aufladen, irgendwie so. Und mit 3 kann man Zagetsuga Tenshu schießen. Konnte man Zagetsuga Tenshu aufladen? Ich bin der Meinung, irgendwie war das. Und mit Kreis haben wir so eine Special-Attacke, kann man auch in der Luft direkt kann man eigentlich anvisieren, genau. L1 ist anvisieren. Und dann Kreis, und dann kann man, ja, Moment. So, kann man ganz oft drücken, mit Kreis. Dann macht man halt die Kombo ein bisschen länger und dann ist es halt, ja. Das bringt die Kugel, füllt irgendwie die MP wieder auf, damit man wieder irgendwie schießen kann, wie man sieht. So, zack, 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 das verschwindet die blaue Leiste um. Und natürlich wollen wir ja hier weitermachen. So, wir haben hier die schöne Hollows. Die sind sehr, sehr schön. So, eat this. Irgendwo sind denn aber hier da, genau. Oben rechts die Karte, wie man sieht, das ist. Wir spielen übrigens auch sehr hart, wie man merkt. Ich habe schon so viel Leben verloren, das ist unglaublich. Ich sollte ein bisschen vorsichtiger spielen. Ja. Gut, also eigentlich waren alle Hollows, glaube ich. Genau. So, und damit es ja auch ein bisschen schneller geht. Damit es auch ein bisschen schneller geht, düsen wir ein bisschen. Head for Last Notches. Genau.
Jetzt düsen wir und können, während wir du. Übrigens hier, die Häuser sind komplett zerstörbar. Es ruckelt auch nicht wie Sau und so weiter. Und die Welt ist natürlich dieses. Das ist eine richtige. It's no. Ja, halt's Maul, Uriol. Hör auf mich von der Seite an zu verlabern. Die Welt ist natürlich ein riesen Open World und hat natürlich gerade deshalb hier diese Ladestreifen. Ist natürlich unfassbar, was hier geleistet auf der PlayStation 3. Unfassbar. Gut, da oben sind noch los. Wollen wir mal kalt machen? Wir machen die kalt. Wir halten eigentlich allerdings nicht viel aus. Können wir eigentlich anvisieren und dann schießen, während wir laufen. Das ist natürlich auch sehr cool. Sehr cool. Ja, okay, wir eliminaten die mal. Kennt ihr die Hollows? Kennt ihr überhaupt Bleach? Also ist mal eine Frage. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ist natürlich. Natürlich war wiederum. Ne, ja. Ist es natürlich Bleach halt. Wer das nicht kennt, der hat geschlafen in der Anime-Unterrichtsstunde. Scheiß, dass ihr auf die volle fucking Hollows das. Halt's Maul, Nell. Und überall sind Hollows halt. Wir sind ja in der, sozusagen in der Hollow Base. Hat er mich gerade getroffen? Really? Nein, Nell, ich möchte dich nicht mitnehmen. Genau, was redest du überhaupt? Hast du überhaupt Ahnung? Alles klar, ich habe nicht verstanden, habe nicht gelesen. Ich habe zwar mitgekriegt, was du gesagt hast, aber ich habe es nicht gelesen. Okay, da ist eine Turtle. Die gab es natürlich auch ganz zuhauf im Beach. Die halten allerdings sehr viel aus, also beziehungsweise ein bisschen Getsu Gatensho Spam. Und dann war's das. Ja, da können wir weiter. Das ist so ungefähr das Spiel. Mehr passiert hier nichts. Ja gut, es gibt mal ein paar Bosse und richtig coole Kämpfe. Rukia, Renji. Ich finde es ja dumm, dass das in diesem Spiel überhaupt Renji über erwähnt wird. Erstens, der macht hier gar nicht mit, dieses Schweinehund. Der ist richtig faul. So, das füllt das Leben wieder auf, so als wenn wir es richtig nötig hätten. Aber gut, wir gehen jetzt durch die Ladezone und mal gucken, was uns da erwartet im ersten Kapitel. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Okay, es sieht auf jeden Fall sehr einsam aus. Und es kommt ein Riesentitan. Also es ist Bleach, nicht Attack on Titan, also nicht, dass ihr den Anime verwechselt. Das ist nicht der mit dem braunen Haaren, der hier am nur rumpullen ist, sondern das ist Ichigo, der mit dem orangen Haaren, der hier am rumpullen ist. So, wir können natürlich auch, wenn wir einen großen Gegner anvisiert haben, also ein Menos, wie sie hier nennen, Menos Grande, können wir mit dem Boost sozusagen irgendwie rumfliegen. Aber seht ihr ja, und man kann während man fliegt auch natürlich schießen. Okay, da kommt es an. Und natürlich kann man. Das ist eine Barriere, machst du gut, Menos Grande. Ja, was kann man denn machen? Ich glaube, ihr wollt wissen, was das hier links bedeutet, das L2. Gut, dann landen wir mal. Wir können es natürlich auch in Luft machen, aber landen wir mal. Wir setzen es mal ein. Jetzt sind wir in der Holoform, Ichigo Holoform. Und es sind die Dinger größer. Ich hoffe, es tötet ihn nicht, denn ich wollte jetzt nochmal L2 drücken, aber ey, findest du das gut? Ich find's nicht gut. L2 drücken wir nochmal und dann machst du halt. Ja genau, du machst das. Das hast du gut gemacht. Das ist die Special-Attacke. Man muss halt zweimal. Hörst du auf? Hier sind keine Mauern, die du zerstören kannst. Was willst du? Nein, habe ich gesagt. Ja, jetzt sind ja auch zu dritt, deine Freunde hat deine Gang gerufen. Das ist nett. Ah, ihr seid ja nett. Das ist natürlich. Ah, jetzt habe ich mich so verwandelt. Ihr seid die Besten. Komm, hau mir so rauf. Ey, du sollst mich heute so raufhauen. Gut. Ich glaube, der ist tot. Nee, der ist nicht tot, okay. Naja, dann. Irgendwie treffe ich den nicht, okay. Dann schieße ich hoch. Irgendwie kriege ich hier gerade voll auf die Fresse. Geh tot jetzt, Menos Grande. Ach, wir spielen ja übrigens auch sehr schwer. Natürlich, ich habe es vergessen. Die brauchen ja ewig. Und die machen so unfassbar viel Schaden. Ich glaub's nicht. Alter, das ist ja unglaublich. Wieso fuhr ich mir das an? Das ist so hart, der härteste Schwierigkeitsgrad, den es gibt. Oh mein Gott. Ich könnte ja kotzen. Ja, let's go. Da ist ja jetzt Menos Grande auch besiegt. Und dann können wir schön in Ruhe landen. Ja, das ist. Wir haben. Wie viele Punkte haben wir jetzt umgekriegt? Wir haben 678 und die Ahren. Oh meine Fresse, bin ich gut. Oh Gott, ich bin so gut. Das glaubt ihr gar nicht. Wenn ihr es nicht gucken würdet, ihr würdet es gar nicht glauben. Ich könnte jedem das erzählen. Ich habe Arang Beach in der ersten Story-Kapitel. Was wollt ihr mir antun, hä? Was wollt ihr mir antun? Gar nichts. Denn, soweit ich weiß, bedeutet A in dem Bleach-Kapitel, ey, da laufen dir die Girls hinterher. Alter, das glaubst du nicht. Das war das erste von 14. Aber wir machen natürlich weiter. 10 Minuten Part wäre ja, als wenn ich das machen würde.
Nein, nicht jetzt. Aber gut, wir machen jetzt mal das nächste. Wir haben jetzt Castle of Hollows. Machen wir das noch und dann, denke ich mal. Ne? Ja, natürlich. Wir machen very hard. Also wir sind... Ichigo Uryu and Chat. Als Maul, Genji Abara ist nicht in dem Spiel, hört auf ihn zu erwähnen. So, jetzt spielen wir hier, wer ist das nochmal? Also erstmal wundert euch nicht, da links steht ein deutscher Text, aber das ist nicht, das Spiel gibt's nur auf Englisch, das ist die Fähigkeit von Uryu. Genau, Uryu. Nee, der Brillentussi, sag ich schon, der Brillentyp da. Ihr wisst schon. Der ein bisschen grimmig guckt, oder? Naja, ist eingebildet. Ja, ich weiß. Das musst du mir nicht sagen, Uryu. So, wir sind in Las Notches drinne, in diesen Dingern. Und er kann mit Dreieck halt schießen. So ganz oft. Es ist nichts Großartiges. Er ist wirklich sehr schnell. Ich muss ein bisschen mit der Steuerung reinkommen. Aber wir natürlich... Ja, komm. So... Jetzt gehen. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Beziehungsweise müssen wir erstmal die Hollows hier kaputt machen. Uryu ist übrigens ein Kombo-Monster mit seinen Dreieck-Attacken. Es ist unglaublich, was er kann. Vor allem kann er hier schießen, wie man sieht. Unfassbar, ich weiß. Aber dafür ist er nicht so sonderlich stark. Normalerweise. Das kommt jetzt. Erstmal werden wir eingesperrt. Ernsthaft? Aua! Ich wollte gerade sagen, dass wir mich aufhalten und dann kommt ihr mit solchen komischen Wichslaken an. Schwebenden Wichslaken. Ihr seid bestimmt gerade richtig hart gespannt, was mit Uryu passiert, wenn er sich verwandelt, oder? Was wird wohl mit ihm passieren? Ich weiß es noch. Es ist das Unfassbare, ich weiß. Ihr werdet es nicht glauben, wenn ich es gleich mache, aber wir gehen erstmal. Setzen wir natürlich beim Boss ein. Und dann möchte man natürlich. Ich glaube, ich weiß aber noch, wer der Boss ist. Genau. Er ist übrigens ein. Er ist nicht so wie Ichigo ein Shinigami. Er ist ein. Leute, haben die mich überrascht. Und hauen ab. Er ist ein Quincy. Ich hoffe, ihr kennt Bleach, denn dann wüsstet ihr, was ein Quincy ist, denn ich werde es nicht erklären, denn ich hab's schon vergessen. Ich bin natürlich wieder top vorbereitet auf ein Let's Play von Bleach, aber sonst... Ja, kann man... Ja. Ich weiß, was ihr sagt. Ihr denkt jetzt so, Alter, hättest du wenigstens Bleach gucken können? Ich habe den fucking Anime geguckt. Ich hab fast den kompletten Manga zu Hause. Ich weiß, was da Sache ist. Aber ich möchte die wirre Geschichte von Bleach nochmal durchnehmen hier. durchnehmen gesagt. Nee. Genau. Uryu, das hast du gut gesagt. Das ist natürlich... Du hast vollkommen recht. Genau, take this. Ich glaube, ich schwöre auf Japanisch. Oder wollte ich auf Japanisch haben, aber wollte ich auf Englisch machen. Die Englische hat natürlich diesen komischen Trash-Faktor noch, ne? So, wie viel kommen da jetzt raus? So, ich glaube, das war's. Gut. Ab hier rein. Was ist hier los? Wir werden erstmal wieder eingekerkert. Gut. Ist natürlich bei so einem Spiel ist das natürlich dann das Beste, was geht. Oh, die halten ja ein bisschen aus. Ja, ich weiß schon. Aber ich spiele das natürlich auch sehr schwer. Dieses Gas hier, das was die einsetzen, ich glaube, das kann er verwirren, glaube ich. Oder macht immensen Schaden. Also ich glaube nicht hier in diesem Spielmodus. Also ich spiele das natürlich auch sehr schwer. Da macht natürlich keinen Schaden. Und falls ihr denkt, ich spiele nicht auf sehr schwer. Denkst du, ich mache mir die Mühe, das hier so zu cutten, dass es aussieht, als wenn ich auf sehr, sehr schwer spiele? Alter, ich bin eine faule Sau. wirklich, ey. Denkt ihr wirklich sowas, ey? Dann seid ihr bei mir, dann kennt ihr mich nicht. Bin ja froh, wenn ich hier überhaupt was auf die Reihe kriege mit diesen Videos. Ja. Also, beziehungsweise, ich krieg schon was auf die Reihe. Aber ihr müsst bedenken, ich habe keine Lust zu cutten. Das ist das Nervigste, was es gibt. Ich mache sehr gerne die Thumbnails und so weiter. Ichigo sage ich schon. Uryu hofft zu laufen. Wir sehen ihn ja auch mal an, bitte. So. Wenn wir alle vernichten hier, das sind kleine Fliegen. Das ist natürlich... Rucki-zuck ist das. Rucki-zuck. Gut.
Der Turtle! Hey, jetzt kommen die Hollow Turtles! Nee, nee, nee. Ich weiß, ich kann mich verwandeln, ich hab's schon gesagt, aber... Wir kommen jetzt zum Boss, ich glaube, wir kommen jetzt zum Boss. Hier kriegen wir auf jeden Fall ein Heilmittel. Ich treffe nicht. Und ein... Das Ignition Boost. Das füllt die Leiste links auf, die schon die ganze voll ist. Aber wir wollen erstmal hier durchbrechen. Und dann gehen wir natürlich gleich fort direkt weiter. Langsam weitergehen und dann... werden wir sehen, was hier eine Sache ist. So. Soll ich die Fresse halten, während irgendwelche Sequenzen laufen? Ich bin ja nicht so ein typischer... Ich bin kein richtiger Let's Player, also kann ich ruhig was sagen. Komm, oh, guck mal, wie cool er da oben steht. Oh mein Gott! So hot! Und die krassen Sprüche erst! Oh mein fuck Gott! Renju, du bist gar nicht hier, was laberst du für einen Scheiß? Okay, dann aktivieren wir mal unseren Mega-Attacke. Bevor wir... Jetzt müssen die Dicken hier weg, das ist die Nerven. Gut, verwandeln wir uns. Indem wir eine geile Kompose machen. Ich weiß, das ist jetzt der heiße Scheiß, das glaubt ihr nicht, Alter. Aber, das ist so... Das ist übertrieben krass, das ist die krasseste Verwandlung, seitdem es hier in Super Saiyan Blue gibt. Danke, dass du das weggeschmissen hast. Bin dir zum tiefsten Dank verpflichtet. Wie viele kommen da noch von euch? Be gone, das erinnert mich, irgendjemand erinnert mich da, der hat auch mal gesagt, in irgendeinem Rollenspiel. Be gone, wer hat das nochmal gesagt? In irgendeinem Spiel. War das mal, nee, das war Kingdom Hearts, oder? War es Axel, der immer sagt, be gone? Ich weiß es nicht. Ist schon sehr lange her, wo ich Kingdom Hearts 2 gespielt habe. Wie viel kommen denn noch, Alter, von diesen fucking Aranka-Mistdingern oder Hollows oder Mischlinge? Der wehrt die Gasse ab, okay, gut, dann wärst du aber ab, dann haust du halt so, hau ich dir auch so auf Maul. Gut. Yeah. War das nicht ein nicer Part? Wir haben 1700 Punkte bekommen, sogar S-Rang, Alter. Damit können wir richtig hart bei den Girls draußen angeben. Oder? Was sagt ihr dazu? Das ist natürlich richtig krass. Ich meine, Alter, die gibt uns direkt ein. Ich wollte gerade sagen, aber ich weiß nicht, wer in der Zukunft, wie alt die sind. Aber... die geht auf die Knie, das sage ich euch. Gut. Also gucken wir uns noch diese schönen Ladebildschirme an, das sind natürlich hier, ne? Alter. Ich blende den Part natürlich mit einem schönen Spoiler, was so als nächstes passiert, so. Ey, als nächstes machen wir das hier. Kennt ihr ihn? Ich hoffe. Bis zum nächsten Part fällt mir wahrscheinlich auch der Name ein. Ich bedanke mich fürs Zusehen und... ja, haut rein. Tschüss!